Hallo YouTube, AdSense hier. Willkommen zu einem neuen Anon Unboxing hier auf diesem Kanal. Heute geht es um das große Paket vom Lukas. Hier sehen wir es vor euch, uns, wie auch immer. Ich habe es schon aufgemacht, wie immer. Und jetzt gucken wir da mal rein. Und wir sehen Reklame. Ja, Werbung wollen wir hier nicht machen. Aber wir sehen einen Beiner voll mit Holos. Den werde ich noch aushöhen. Und dann sehen wir einen Haufen Karten. Und da bin ich mal gespannt, was so alles Schönes dabei ist. Das werde ich erstmal vorsortieren, dann sehen wir uns am Tisch wieder. Lukas, das sind deine Karten. Viel Spaß bei der Bewertung. Da sind wir auch schon am Tisch für den Lukas. Hat mir ja eine gedauert, da durchzuwöhnen durch die ganze Box. Mal gucken, was ich hier gefunden habe. Eine schöne Monster League Battle Pack 3 Spielmatte, so eine dünne kleine. Habe ich selber noch nie gehabt, glaube ich, weil das nur in einem Ami-Produkt oder in einem Sonderprodukt auf jeden Fall. Ich habe sowas nicht erhalten. Und die zwei Boxen sind übergeblieben. Das sind die ganzen Karten, die wir jetzt noch durchwühlen. Könnte also diesmal ein bisschen länger dauern. Ich gebe mir Mühe, es wie immer ordentlich zu bewerten. Und ja, was ich für die Matte zahle, das muss ich erstmal gucken. Ich notiere hier mal eine 5. So, Matte 5. Da haben wir die erstmal registriert. Womit fangen wir an? Was haben wir hier so Schönes? Was ist das? Das sind Secret Wars. Oh, fangen wir gleich mal mit was Teurem an, wahrscheinlich. Mal gucken. The Cypher Dragon aus Dragons of Legend 3 ist die erste Karte. Ich glaube, da geht so 3-4. Rafflesia packen wir mal raus. Die gehen auch nichts mehr wirklich. Aber packen wir sie trotzdem raus. Der Requiem Dragon, er hat noch keinen Reprint, also kann ja ganz gut mal ja dabei sein. Nirvana hat auch keinen Reprint. So, den packe ich weg. Den will ich nicht. Landois. Spielt eigentlich auch keiner, aber ich glaube, der geht auch ein bisschen mehr als nur 20, 30 Cent. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel Dragons of Legend 3 Secret Rares. Da ist der was wert. Dann Cyber Dragon aus Rümp. Können wir bestimmt auch mit 2 einrechnen. Fusion Enforcers haben wir auch. Dann kommt hier ein Kaiko in Secret, der geht glaube ich so um die 2. Eine Schabe kann man auch mit 2 rechnen. Die Eternal Soul, nicht ganz so viel. Gott, wer weiß denn solche Preise von Dragons of Legend auswendig, Leute. Stardust in Secret kann man mit 2 rechnen. Invoker aus BLR. Das wird mir zu viel. So, haben wir nochmal BLR. Denkos. Sind die doch teuer? Ah, ich denke mal schon. Für 4 Euro bestimmt noch. Jo, das letzte An- und Unboxing für den Sonntag hier, wo ich es drehe. Reicht dann auch. Es wird auch langsam dunkel. Ich hoffe, ihr seht überhaupt noch was. Vielleicht sollte ich es ein bisschen höher in die Kamera halten. Ich hoffe, ihr könnt mir wieder ein bisschen Unterstützung bieten, damit das fair für den Spieler bewertet wird. So, der ging noch letztens 8 bis 10 oder so, ne? Da würde ich mit einem 5er einrechnen. Valkyrie kann man auch gut losbekommen, Marshmallow und Secret auch, Tomate kriegt man bestimmt auch 1 Euro für. Die Töpfe aus der MP, ach ne komm, die haben jetzt auch wieder einen Secret Rare Reprint. Oh, sieht der gut aus? Der sieht gut aus, Exarion, ja. Schönes Exemplar für Goat-Spieler. So ein Obelisk ist ganz gut. Dann haben wir hier eine Stone-Herrschaft, ich glaube so, geht die mehr? Ist das so eine Sammlersache, die 10 aufwärts geht? Ne, oder? Die geht da maximal ein 5er.
Dux ist nicht teuer, Phalanx war teuer, genau. Jetzt muss man sich immer irgendwie dran erinnern. Also eine Schildkröte kann man rauspacken. Gott, das ist ja hier wieder alles querbeet durcheinander. Soll ich die ganzen Necros-Sachen rauspacken? Sagt mir da mal was dazu. Also es sind bestimmt ein paar Sachen dabei, die man für 20 Cent rauspacken kann, oder? Oder hat mich, glaube ich, darauf hingewiesen, dass die ganzen Kristallsachen teuer geworden sind. Irgendwie letzte Woche schon. Also teuer jetzt mit, es war was wert, aber was waren die jetzt Secret Rare wert? Gehen jetzt alle 2 Euro oder so? Packen wir es einfach mal alles auf den Eurohaufen. Lieber mit mehr berechnen als mit zu wenig. Bei den Dracheneinheiten weiß ich auch immer nie, der G-Dalk war was wert, aber der Dreizack glaube ich nicht. Schon wieder so eine Sache hier, wo ich fast am Verzweifeln bin, dass ich irgendwie viel zu viel nicht mit einberechne. Die hat man letztens erst. Das sind alles MP-Karten. Ich glaube, ihr flamet mich in dem Video wieder, weil ich irgendwas falsch bewerte. Ich sehe schon kommen. Na, mal schauen. Was haben wir jetzt? Wollen wir erstmal Ordnung machen? So. Rares habe ich hier noch ein paar gefunden, die ich nicht in die Bulks gepackt habe. Mache ich wieder meinen 10-Cent-Haufen. Der schwarze Magier des Glaubens in, naja, exzellent gut Zustand vielleicht noch. Das sind halt so die Staples, die ich immer irgendwie rauspacke. Ich glaube, die geht noch ein bisschen mehr, ne? Sehnen, so hat man jetzt hier. Dann noch ein Redox. Da fahrt ihr ja immer übelst ab, wenn ich mal wirklich die ganzen Dragon Ruler wieder im Angebot habe. Da stürzt ihr euch drauf, das sind dann 2 Bestellungen oder so und schon sind wieder alle weg. Da waren wir ein paar coole Sachen dabei. Die Askese ist, glaube ich, im Preis gesunken durch den Reprint jetzt in Spirit Warriors. Gott. Und dann können wir gleich noch hier die Commons mit anfangen. Oh Gott, warum habe ich die nicht rausgepackt? Den will ich, glaube ich, so nicht mehr verkaufen. Der ist, glaube ich, ganz cool. Der hat noch keinen richtigen Reprint bekommen. Geht, glaube ich, noch 2 Euro. Ich sehe gerade, ich müsste es mal ein bisschen mehr in die Kamera halten. Saphir Pegasus ist auch immer ganz cool, sieht man auch nur noch selten. Noch stabil auf 4 Euro, glaube ich. Geschenkgutschein, das war auch cool, dass er hier dabei war. Das ist auch so eine alte Kamen, wenn man die einmal online stehen hat, ist die nach einer Woche gleich wieder weg. Ah, hier haben wir noch einen Pegasus. Dann haben wir hier von den Legendary Dragon Decks und den Legendary Decks 2 einen Haufen Zeug. Ja, naja, so Commons Rares halt. Ihr kennt's. Der hier war ganz cool, der Elektrum. Jo, sind wir gleich durch mit dem ganzen Kram. Es war echt viel dabei, also für die 3.500 Commons waren dann doch echt viele coole Staples dabei. Nochmal so ein Stein, ein Tribe.
noch einen Rayo. Ja, da kommen demnächst wieder richtig viele coole Sachen ins Netz. Meta auch sehr geil. Stormings muss ich glaube anders bewerten. BLS können wir glaube ich auf den Euro legen. Upstart in gut. Ist trotzdem noch was wert. Hänger. So, haben wir es jetzt gleich. Ich habe bestimmt einiges völlig random gelegt, aber naja. Letztendlich die Summe, das sind Comments. Irgendwie wird schon was Cooles bei rauskommen. Wir sind jetzt gerade mal nicht mal bei der Halbzeit von dem ganzen Zeug hier. Das ist echt noch eine ganze Menge, was ihr gleich sehen werdet. Aber ich glaube, ich werde hier erstmal, oder? Ja, komm. Was haben wir ja noch? Immer noch Ultimates. Wollen wir die auch noch mit? Ja, komm, die nehmen wir gleich. Gehen wir mal näher ran, gucken wir uns die an. Solange wir noch Licht haben, der Nasaneos würde ich mit 2 einrechnen. Hyper braucht man nicht wirklich. Der ist auch nicht wirklich cool. Der Kurkimairogramm könnte man. Da habt ihr mir letztens schon gesagt, die Pudding ist bei 8 irgendwie so, ne? Würde ich deswegen diesmal von Anfang an ein bisschen höher ansehen, bei 5. Der Cyber Barrier. Bedeckter Kern, ich glaube, BS hatte doch auch so ein bisschen was an Support bekommen. Könnte ein bisschen teurer sein. Ja, dann haben wir hier noch eine Mara. Und die sind alle irgendwie nicht wirklich was wert. Das ist nicht im guten Zustand. Der könnte ein bisschen mehr sein. Was mache ich mit denen? Ach komm, kommen die auf 20 Cent. So, was haben wir hier noch so Schönes? Haben wir noch ein paar Ultimates. Ja. Und jetzt kommt hier so ein bisschen Shatterfull-Kram. Gucken wir doch mal, was wir hier so finden. Was er auch noch wert hat. Oh, was ist das? Ach ne, das Bug ist nur. Ist kein Dual-Terminal, leider. Ist nur BP01. Na gut. Jetzt kommen noch hier. Ach Gott, das haben wir auch noch. Ja, mehr als 3 Videos, davon sollte ich nicht nacheinander machen. Da habe ich nur noch Zahlen im Kopf und mache bestimmt auch einen Haufen Fehler. Ich will ja auch nebenbei ein bisschen euch unterhalten, ein bisschen quatschen. Aber naja, ist gut, dass ich das nur noch einmal in der Woche mache und in der Woche dann die anderen Sammlungen vorbereite. Wird sonst auch zu viel für mich. So, das waren die Gold Rares. Dann haben wir hier noch eingepackt aus irgendeiner alten Tin. Und dann sehe ich gerade irgendwie, ich habe noch 3 Minuten Speicherplatz. Also cutten wir das an der Stelle mal und dann sehen wir gleich Teil 2. Ich werde hier auch ein bisschen aufräumen. Ja, hier sind halt nochmal die. Ach, und das wollte ich euch noch zeigen. Guckt euch mal das an. Was mache ich damit? Das ist nämlich das Interessante an der Sammlung, weil jetzt, passt auf, bupp. Hinten sehen sie original aus, vorne einfach mal gar nichts. Das ist eigentlich ein krasser Missprint. Habt ihr Interesse an sowas? Also ich weiß, die mit so Regenbogenfarbe, wo sie einen Farbtest gemacht haben in der Produktion, das sind immer so die ersten Karten von der neuen Edition, die sie drucken, damit sie erstmal die Farbe wieder richtig einstellen. Da gehen diese Drucks teilweise im Amiland bis zu 30 Euro weg. Und hier haben wir wahrscheinlich dann so die letzten Drucks, wo sie die Farbe ausrollen lassen haben oder so, würde ich mir vorstellen können, sodass da halt teilweise die komplett leer gedruckt wurden.
Auf jeden Fall eine coole Sammlersache. Und meldet euch da mal, wenn ihr Interesse daran habt, dann können wir mal drüber reden. Und ja, solange behalte ich die erstmal hier und kann die auch nicht wirklich jetzt mit bewerten. Das müssen wir in den Kommentaren mal klären. Aber jetzt machen wir einen kleinen Break. Ich räume hier auf, rechne auf, wechsle die Speicherkarte. Bis gleich. Gut, Teil 2. Es wird langsam richtig düster. Wir sind jetzt bei den Ultras angekommen. Und gucken wir doch mal weiter, was hier noch so dabei ist. Also war mal wieder eine mega große Sammlung. Ja, und so langsam reicht es mir auch wieder für heute. Mit den ganzen Bewertungen. Ein bisschen Loser-Kram. Tsukuyomi. Die sieht richtig cool aus in der Ultra-Variante. Allgemein die Prints von Dual Saga finde ich richtig cool. Ist gelungen. Obwohl der Vion geht, glaube ich, mittlerweile schon an Euro ran. Und die Nachtexpress-Dinger. Hat auf jeden Fall ordentlich was gesammelt. Weiter geht's mit Ultras. Weiß nicht so. Oh, da weiß ich wieder überhaupt nicht. Irgendwelche Guardians waren was wert, aber welche das waren. Ja, dann glaube ich auch nur minimal. Ich glaube, die Weide war es, die wir rauspacken können. Ja, ansonsten viel Crap, viel Bulk dabei. Hier ist das Schokoladenmädchen irgendwie. Der Name. Was wert? Vielleicht finden wir davon noch welche. Den Rex können wir wieder rauspacken zur Bewertung. Und hier ist auch so ein Ding, diese Time Lords. Irgendwer war was wert, die anderen drei ja nicht. Naja, ich glaube, bei so einer großen Summe ist es dann auch recht egal, ob ich dann da mal eine 1-Euro-Karte vergesse oder nicht. Wäre halt nur blöd, wenn ich jetzt alle 1-Euro-Karten vergesse, ne? Wie gesagt, ich habe ja zum Glück euch. Ihr macht das Beste noch daraus, dass der Junge hier ordentlich bewertet wird, der Lukas. Vielleicht sollte ich doch mal so einen Monat machen, wo ich eine Durchsage mache, ich kaufe nur noch Karten ab 2 Euro ein, weil dann macht es das auch leichter. Dann muss ich halt nicht ganz so viel im Kopf haben und kann auch mal noch davor mich vorbereiten und so 10 Karten nachgucken. Also jetzt hier nach jeder Karte gucken, ob die nun 30 oder 50 Cent oder 1 Euro wert ist. Das ist halt mühsam, das mache ich nicht. Also das geht auch gar nicht. Also zeitlich gesehen investiere ich hier schon viel, indem ich halt das vorher sortiere, aushöhle und da habt ihr hoffentlich ein bisschen Rücksicht, oder nehmt ihr ein bisschen Rücksicht, dass ich nicht alles wirklich hier zu 100% ordentlich machen kann, weil ihr seht, ich bin jetzt hier schon die dritte Hand nur Ultras, so also manches weiß ich, dass das was wert ist, bei manchen weiß ich es halt nicht. Naja, ich bin wieder gespannt auf eure Kommentare. Macht mich nieder, falls ich irgendwie einen Max-Sale Ultimate mit nur 15 Euro berechne oder so. Das ist ja so das Ding, was in euch hängen geblieben ist. Excision Knights, ach Mensch. Hier sind so viele Sachen dabei. Die haben aber auch in den letzten Jahren viele Polo-Produkte rausgehauen, ne? So dass man
damals war ja eigentlich jede Holo irgendwas wert. Und heutzutage gibt's, also seit Hidden Arsenal, da fing das glaube ich an, ne? Also schon ein paar Jahre her, aber jetzt die letzten Jahre kommen ja immer zwei, drei Sets, wo nur Holos drin sind. Wie soll man denn da alles noch zusammenbekommen? Das geht ja nicht mehr. Am coolsten wäre es halt, wenn ich das alles auf meinem zweiten Account inseriere, so wie es halt ankommt, und dann halt sage, okay, 56% vom Wert bekommt ihr. Nur das dauert halt ewig, ehe das alles online ist, und naja, ihr wollt halt auch irgendwann zeitnah eure Bewertungen haben für eure Karten. Und ja, wem das halt zu lange dauert, mal 2 Wochen zu warten, bis ich das hier einigermaßen ordentlich über die Bühne bringe, der muss halt in den Local Store gehen und da dann für also direkt Karten verkaufen. Aber es ist ja auch nicht gegeben, dass jeder Locals in der Nähe hat, wo er die Karten verkaufen kann. Das sind hauptsächlich so die Leute, die mir was dann zusenden, weil sie halt keine andere Möglichkeit sehen. Oder ihr könnt es auch, also am lukrativsten für euch Spieler ist es halt wirklich, es selbstständig zu verkaufen. Dann habt ihr zwar auch den meisten Aufwand damit, aber dann kriegt ihr auch auf jeden Fall mehr Geld daraus. Es dauert dann aber halt auch länger, weil ihr müsst erstmal euch die Zeit nehmen, um das alles zu inserieren. Müsst dann gucken, dass ihr gute Bewertungen habt, damit überhaupt was gekauft wird. Bei privaten Personen ist es ja meistens so, dass sie wirklich nur durch einen sehr guten Preis sich profitieren können auf dem Markt. Oh, hier haben wir einen Gaia aus LOB. Aber ich glaube, da erzähle ich euch ja nichts Neues. Ihr wisst ja selber das Problem. Ihr habt einen Haufen Karten, wollt sie loswerden. Und da ist es halt naheliegend, das an den Händler aus der Region zu verkaufen oder halt an mich, der das irgendwie noch mit einer Videobewertung irgendwie so rüberbringen kann, dass ihr davon ausgeht, das wird ordentlich gemacht. Galaxieritter, ich glaube, die sind sogar ein bisschen mehr wert. Die Expedition können wir auch mal noch rauspacken. Wieder ein bisschen Monarchenkram dabei. Ah, Christon Phönix. Nee, das war der Quandax, ne? Der Phönix, der geht nicht ganz so viel, ne? Aber der Quandax, den darf ich diesmal nicht vergessen, falls der jetzt noch kommt. Da bin ich vorbereitet. Ja, es hört nicht auf. Es sind immer noch, es sind glaube ich 500 Ultraverse alleine. Na, so ein paar Tokens haben wir ja auch dabei. Ja, da kommen wir wieder auf eine schöne Summe am Ende, kann ich mir vorstellen. Und hier im Hause Aznetz gibt es dann wieder einen Haufen Arbeit, das nach Edition zu sortieren und dann online zu stellen. Und oh. Aber sehr gut, da ist euch die Arbeit für den Februar gesichert. Und ich glaube, ich habe dann für nächsten Sonntag, wenn ich die nächsten anderen Unboxings drehe, immer noch 3 dicke Pakete über, die ich dann die Woche über vorbereite und dann nächsten Sonntag abdrehe und dann im Laufe der nächsten Woche immer so zu Feierabend hin schneide, hochlade, promote. Ja, es werden mir gerade schon wieder zu viele Karten hier auf dem Tisch. Ich werde das gleich mal, wenn ich hier fertig bin, ich mache schon wieder Fehler, werde ich das erstmal aufrechnen. Dann kommen wir noch zu den Superwares. Das sind auch nochmal 500 Stück ungefähr. Jo, und ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht irgendwas Wichtiges. Weiß nicht, die Gozukis, die jetzt hier ab und zu kamen, sollte ich die auch rauslegen? Naja, wir werden am Ende bestimmt ein bisschen aufrechnen. Jetzt werde ich erstmal hier die Ultras machen. So, zu guter Letzt dann die Superwares. Die gucken wir uns jetzt auch noch fix an. Das Video geht wahrscheinlich schon wieder fast gut eine halbe Stunde.
Ja, so ein paar alte Exceeds. Der Hai ist, glaube ich, gerade wieder brauchbar geworden. Manjus kann man immer wieder gut rauspacken. Twister auch. Cowboy. Ah, ihr seht, selbst hier sind immer noch sehr viele Sachen dabei. Eigentlich die Big Reds können wir doch auch rauspacken. Ressort. Obwohl es vielleicht bald auf der Liste landet. Die erwarte ich ja eigentlich auch noch vor Bochum. Mal schauen, ob es dazu kommt. Oder ob sie jetzt sagen, okay, das neue Set, das reicht uns. Und dann ist Bochum ein bisschen variierter als Prag. Oder die anderen Großturniere, die in letzter Zeit waren. Ja, meine ganze Adventskalender-Collection. Da ist, glaube ich, nur der Kalut für den Superwares interessant. Ah, Wurmfutter hatte ich doch erst letztens nicht mit einem gerechnet. Jetzt habe ich es mir gemerkt, dass die gerade ein bisschen teurer ist. Ich glaube, die war sogar noch teurer, ne? Die war so 5-6 Euro. Eine Poli aus LOB, aber vom Zustand her nicht ganz so toll. Naja, kriegt man schon irgendwie los. Der Magier ist immer gut. Phantom of Chaos. Link Spiders. Noch ein Raiden. Das Mammut hat man mir auch gesagt, sollte ich rauspacken. Goblinburg. Noch einen Kisan aus dem Originalbooster. Naja, wird nicht mehr ganz so viel wert sein jetzt nach dem Reprint in der Spirit Warriors. Der ist, glaube ich, auch was wert. Einen Wailer können wir rauspacken. Oh, hier hat sich noch eine Kammin verlaufen. Naja, gut. Ja. Ein Original Dojo. Topaz-Tiger wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wert sein. Mind-Control, oh Gott, der Zustand ist nicht gut. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Hier seht ihr die Ecken. Nee, sorry. Ich habe eigentlich schon beim ersten Durchgucken einen Haufen Karten weggepackt, die vom Zustand her nicht mehr so toll sind. Aber dann schleichen sich doch ab und zu mal noch welche rein. Naja, man kann halt nicht auf den ersten Blick alles sehen, ne? Aeolo. Ich glaube, so teuer war der nicht mehr. Der war ja teilweise mal auf 10 Euro. Klossen ist immer gut. Ja, noch die kleinen Vasallen der Monarchen. Das ist auch immer interessant. Wenn das online steht, dauert das auch nur 2 Wochen, dann ist wieder alles von den Monarchen verkauft. Und das Interessante ist, du wirst halt die ganzen Commons und Rests von dem Monarchenzeug immer nur los, wenn du halt auch mal die Superwares und Ultras aus dem Structure Deck, was letztes Jahr, vorletztes Jahr zu uns kam, wieder online stehen hast. Dann gehen auf einmal da wieder, die Rückkehr geht dann weg, die Hartnäckigkeit geht weg, Prime Monarch, hier die Falle, und da hast du dann immer so einen Rattenschwanz dran. Ah, hier hat sich noch eine Kammin dahinter gesetzt. Ja, und deswegen bewerte ich das immer auch sehr gerne mit, auch wenn es nicht viel Wert hat. Aber da weiß ich immer, da habe ich was davon. Oh, hier haben sich... Sind die Kammin oder? Ja, einmal Kammin, zweimal Superwehr. Ja, hier wieder so eine Minerva, die habe ich letztens euch schon gezeigt, dass die ein bisschen was wert ist. Und hier kommt jetzt noch ein ganzes Drachendeck anscheinend. Die sind ja auch noch nicht raus aus dem Meta. Die Dinos meine ich, nicht die Drachen. So, es neigt sich jetzt langsam dem Ende. Dann muss ich nur noch das aufrechnen und die Bulk-Sachen berechnen. Und dann haben wir am Ende bestimmt eine gute Summe. Bin ich schon gespannt, wo wir landen, Lukas. Oh, jetzt kommt hier noch ein bisschen Hidden Arsenal. Das ist ganz entspannt. Da muss ich nur auf so ein paar einzelne Sachen achten, die hier dabei sein könnten.
Abob sind nicht dabei. Immer noch so eine Minerva. Wo ich mich frage, warum geht die gerade einen Euro? Weil die spielt man doch nicht mal im Lightsworn-Deck, oder? Ist das so eine Sache, die ich wieder nicht verstehen kann? Gut, und dann beende ich meinen anderen Unboxing-Nachmittag und rechne nur noch auf. Wir sehen uns gleich bei der Endbewertung wieder. So, lieber Lukas, da bin ich fertig. Ich komme am Ende auf 340. Loot 20 ist nochmal 1100. Holos 44 Euro. Und alles zusammengerechnet 340. Ich würde dir 350 anbieten, weil ich bestimmt irgendwo geschusselt habe und in der Masse an Holos irgendwas vergessen habe. Das klingt, denke ich mal, nach einer guten Summe. Meld dich mal bitte. Wir sind ja schon im Kontakt gewesen. Jo, für alle anderen, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Abo oder Like da. Und wer Karten verkaufen möchte und nicht weiß wie und wo, wenn euch 56% Ankaufwert ausreichen und ihr ein bisschen Zeit mitbringt, falls es doch mal 14 Tage dauern könnte, ehe das Video online kommt für die Bewertung, dann seid ihr herzlich dazu aufgefordert, mir das zu senden, wenn ihr wollt. Schreibt mir einfach an über Facebook, YouTube, E-Mail oder Cardmarket und wir machen uns da was aus, wie es laufen sollte. Jo, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Jens.